ersten Vortrag in unserer Reihe Heidelberger Physiker erinnern sich. Der Reiz der Veranstaltung ist ja der, dass sich da immer persönliche Lebensgeschichte verbindet mit einer Stück Geschichte der Wissenschaft. Und das kann man ganz und gar behaupten von dem Thema, was wir hier heute haben. Ich will es gar nicht näher ausführen, wir werden es ja hören. Ich muss auch nicht viel über den Redner sagen, denn das ist ja gerade auch der Inhalt seines Vortrags, ein bisschen Autobiografie zu bringen. Insgesamt ist das jedenfalls eine große Entwicklung, an der die damalige Gruppe vom Max-Planck-Institut für medizinische Forschung teilgenommen hat. Ich selber kann mich noch erinnern, wie ich mal in irgendeiner halb populären Wissenschaftszeitung gelesen habe, Physiker hätten irgendwo festgestellt und gemessen, dass die Protonenrelaxationszeit in Krebszellen anders wäre als in gesunden Zellen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, also was die Physiker heute für ein Zeug untersuchen, bloß um irgendwie eine Brücke zu den Life Sciences und zur Medizin zu schlagen. Da hätte also niemand gedacht, was da draus geworden ist. Ich habe es dann wieder erlebt, als ich ja später zu Siemens ging, da hat man erstens einige Bekannte aus der Gruppe hier wieder gesehen, die wurden, Daimling zum Beispiel, die wurden sozusagen eingekauft von Siemens, um die Kernspinresonanz da hochzuziehen. Und da ist auch heute noch, das will ich nur gerade erwähnen, ein Riesenthema, ist das noch bei Siemens. Ich besuche ja einmal im Jahr mit den Studenten meiner Vorlesung Siemens in Erlangen, da haben wir jetzt mehrfach auch diese Kernspin Tomographie, Produktion gesehen. Diese Apparate, die werden für 3 Millionen oder was verkauft. Wenn man da sich aufhält, dann wird mit Sicherheit wieder ein Magnet da reingefahren, um das nächste, den nächsten Kernspintomographen zu bauen. Ungefähr 3 am Tag werden von Siemens gebaut, der da eine Art Weltmarktführer ist. Also das ist eine ganz große Entwicklung und das vermischt mit dem, was Sie aus eigener Anschauung erlebt haben. Da freuen wir uns jetzt drauf, das zu hören. Sie sehen, der Herr Häberlen ist noch recht frisch von einer Operation zurück. Vielen Dank, dass Sie trotzdem den Termin wahrnehmen und uns hier darüber erzählen. 1946 haben Bloch, Hansen und Packard das Phänomen der Kerninduktion entdeckt. Und schon ein paar Monate früher haben Purcell und seine Leute an Harvard die Kernresonanz als ein neues Gebiet der Spektroskopie erschlossen. Bloch und Purcell erhielten dafür 1952 den Physiknobelpreis und Packard hat mit seinem Kumpel Jule zusammen die Firma Hewlett Packard gegründet, die eine Weltfirma wurde und in den 90er Jahren von Carly Fiorina, ich glaube so heißt sie, abgewickelt wurde. Und diese Carly Fiorina, die hat in diesem Frühjahr sich bemüht um die Kandidatur für die US-Präsidentschaft bei den Republikanern, aber es hat nicht geklappt. MRT steht für Magnetresonanztomographie bei den Medizinern und beachten Sie, dass bei diesem Name das Wort Kern sorgfältig vermieden wird, das ist bei den Medizinern anrüchig. Herr Wienager sagte schon, dass das bei Siemens ein großes Geschäft ist. Da werden Milliarden Euro und Dollar umgesetzt und neben Siemens ist vor allem General Electric in diesem Geschäft erfolgreich. Nun jetzt zu mir. Nachdem ich in 3,5-jähriger Lehrzeit einen ordentlichen Beruf gelernt hatte, nämlich Feinmechaniker, und nach einem weiteren Jahr Schulbank habe ich 1956 in Stuttgart mit dem Studium der Physik begonnen, Stuttgart Technische Hochschule damals. Der Experimentalphysiker in Stuttgart war Hans-Otto Gneser. Die
Theorie wurde vertreten durch Ulrich Dehlinger, einem großen Thermodynamiker, und Erwin Fuß, der ein Zeitgenosse von Dirac und Schrödinger war und an Solvay-Konferenzen teilgenommen hatte. Später hörte ich dann die Vorlesungen, jetzt mache ich das weg, die Vorlesungen von Hermann Haken, von diesen also Quantenmechanik-Vorlesungen, ich viel profitiert hatte. Mathematik lernte ich bei den Professoren Schulz, Lösch und Pfeiffer. Von Pfeiffer hörte ich eine Vorlesung über Zylinderfunktionen. Damals war er schon über 80 Jahre alt. Und einmal wandte er sich von der Tafel an der, und zu dem Häuflein Zuhörer und sagte ganz leise: David Hilbert war wohl der größte Mathematiker meiner Generation. Und an diesen Spruch muss ich immer denken, wenn mir das Zitat von Hilbert und den Göttinger und Einstein und den Göttinger Schulbuben über den Weg läuft. Ja, im nächsten Semester hat dieser Professor Pfeiffer keine Vorlesungen mehr gehalten, da war er bereits verstorben. Der Professor Lösch, der kannte mich aus seinen Vorlesungen über Funktionentheorie und mathematische Funktionen der Physik. Wenn ich ihm auf der Straße begegnete, was also des Öfteren vorkam, dann hielt ich es für eine Pflicht der Höflichkeit, ihn zu grüßen. Und er hielt es für eine Pflicht der Höflichkeit, meinen Gruß zu erwidern, indem er vor mir den Hut zog. Das war mir jedes Mal sehr, sehr peinlich. Aber was sollte ich machen? Als es Zeit für eine Diplomarbeit war, damals machte man noch Diplomarbeiten und keine Bachelorarbeiten, bewarb ich mich an dem Institut von Professor Gneser um eine Diplomarbeit. Ich dachte, als Feinmechaniker liegt mir Experimentalphysik mehr als Theorie. Ob das jetzt so war oder nicht, weiß ich nicht. Ich wurde also angenommen und wurde der Kernresonanzgruppe zugewiesen. So lief das damals. Die Stuttgarter Kernresonanzgruppe wurde damals von Günter Laukien begleitet, der aber schon auf dem Absprung nach Karlsruhe war, wo er die Firma Brugger gründete. Und diese Firma Brugger, die stellt Kernresonanzspektrometer her und die zugehörigen Magnete. Die Anfänge dieser Firma waren sehr krumm und schwierig, aber heute ist sie Weltmarktführer, was Spektrometer für Spitzenforschung betrifft. Im letzten Herbst, habe ich gelesen, hat Brugger an Garching ein 1,2 Gigahertz Spektrometer ausgeliefert. Und das bedeutet, dass sie einen Magnet mit, das muss ich nachgucken, 28 Tesla, einen Magnet mit 28 Tesla gefertigt und ausgeliefert hat. Und dieser Magnet hat nicht nur also ein riesen Magnetfeld, sondern ist auch sehr, sehr homogen. Der muss also eine Homogenität über das Probenvolumen von vielleicht einer Kugel von 4 mm Durchmesser von 10 hoch minus 9 aufweisen. Also die Abweichungen vom mittleren Feld dürfen nicht größer als 10 hoch minus 9 sein. So. Und noch etwas, dieser Magnet wird bei einer Temperatur von 1,9 Kelvin betrieben. Ja, also für mich bedeutete der Weggang von Günter Laukien aus Stuttgart, dass ich meine Diplom- und meine Doktorarbeit anschließend in einem Institut machen musste, der ein Kopf von Rang und Namen fehlte. Wir Diplomanten und Doktoranden waren weitestgehend auf uns selbst gestellt. In dieser Zeit wurde ich bereits Beamter auf Zeit und als solcher auch vereidigt. Und bei dieser Vereidigung hörte ich den Satz:
Wes Brot ich ess, des Lied ich sinn. Mit ausdrücklichem Bezug auf Hitler und das Dritte Reich. Nach der Promotion suchte ich Rat bei dem damals noch jungen Professor Wolf in Stuttgart. Der sagte mir, Sie müssen so schnell wie möglich aus Stuttgart verschwinden. Das fand ich sehr hart, denn ich hatte mir in Stuttgart doch eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber Herr Wolf hatte recht und das verstand ich schon damals und machte mich also auf die Suche nach einer geeigneten Stelle als Postdoc. Die fand ich, ausgestattet mit einem Stipendium der DFG, bei John Waugh am MIT. Das war jemand, der in der vordersten Front der Kernresonanz mitmischte und war Herausgeber dieser Serie Advances in Magnetic Resonance. Und er hatte wenige Monate vor meinem Eintreffen am MIT die Idee seines Lebens. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Damals, 1967, war die Kernresonanzspektroskopie von den Physikern, die sie entdeckt hatten, in die Hände von Chemikern übergegangen. Die Chemiker nutzten, wie man sagte, hochauflösende Kernresonanzspektroskopie an Flüssigkeiten und Lösungen höchst erfolgreich für ihre Analysen. Die Spektren in der Regel bei einer Arbeitsfrequenz von 60 MHz waren beherrscht von zwei Wechselwirkungen. Einerseits die isotrope chemische Verschiebung und andererseits die skalare Spin-Spin-Wechselwirkung. Die erreichten Linienbreiten waren unter einem Hertz. Und zwar deswegen, weil die im Grunde genommen viel stärkere direkte Dipol-Wechselwirkung der Kerne wegen der molekularen Bewegung in diesen Flüssigkeiten weggemittelt wurde. Die in der Kernresonanz verbliebenen Physiker, auch wir in Stuttgart, mussten Impulsmethoden, um Relaxationszeiten zu messen und damit molekulare Bewegungen in Festkörpern, häufig Polymeren, zu studieren. Mein Probenmaterial für meine Diplom- und auch meine Doktorarbeit war ein lineares Polyethylen. Wir hatten gelernt, im rotierenden Koordinatensystem zu denken, rotierend nicht mit der Larmor-Frequenz der Kerne, sondern rotierend mit, der Frequenz des eingestrahlten Hochfrequenzfeldes. Also, in Fischkörpern wird die Dipol-Dipol-Wechselwirkung der Kernspins nicht durch molekulare Bewegungen weggemittelt und deshalb sind die Resonanzlinien breit, 30, 50 kHz. Allerdings, bei hohen Magnetfeldern, und hohe Magnetfelder sind schon Magnetfelder, Bruchteil von einem Tesla, sind von den 5 Tensorkomponenten der Dipol-Dipol-Wechselwirkung bleibt nur noch sozusagen eine übrig. Nur eine ist säkular. Nur eine führt, wie der Quantenmechaniker sagt, in Störungstheorie erster Ordnung zu einer Linienverbreiterung. Und nun hat jetzt John Waugh erkannt, dass diese eine Komponente dieser Dipol-Dipol-Wechselwirkung, die noch übrig bleibt, dass man die in einem nicht nur rotierenden, sondern rotierend kippenden Koordinatensystem mit geeigneter Zeitfolge und geeigneten Phasen, dass man die auch noch wegmitteln kann. Und der eigentliche Punkt ist jetzt der,
dass bei dieser Mittlung der Tensor der chemischen Verschiebung, den es auch gibt, dass der nicht auch weggemittelt wird und damit einer Messung zugänglich wird. Und das hat also die Vision eröffnet, man kann von dieser chemischen Verschiebung nicht nur den Mittelwert messen, sondern man kann den ganzen Tensor messen. Und vor allem in theoretischen Arbeiten damals wurde immer wieder betont, mit dem Tensor der chemischen Verschiebung kann man den Chemikern die sechsfache, eigentlich fünffache Information in die Hand geben, als sie bis jetzt bekommen. Und aus heutiger Sicht, das war ein totaler Irrtum. Also zu der Umsetzung der Idee von dem John Waugh, bipolare Wechselwirkung im Spinnraum auszumitteln, kam ich im Herbst 1967 gerade recht. Ich hatte in meiner Diplom- und auch in meiner Doktorarbeit Impulsspektrometer gebaut und ich konnte mich rühmen, dass meine Spektrometer es erlaubten, so schnell wie kein anderes Spektrometer, insbesondere kein kommerzielles Spektrometer, nach einem Impuls von vielleicht 400 bis 500 Volt Spitze das Kernsignal auf einem Pegel von einigen wenigen Mikrovolt also schnell zu registrieren. Und ich rede jetzt hier von Volt und Mikrovolt und nicht von Leistung, denn bei dieser Umsetzung der Idee von Waugh kam es darauf an, die Phase und die Spannung zu messen und nicht nur Leistungen. So, noch im selben Jahr, 1967, konnten wir das Experiment zum Laufen bringen. Na, geht das? Ah ja, also ein bisschen verfrüht. Auf diesem Bild ist gezeigt, was man mit unter Hochauflösung und versteht. Oben ist, und zwar von einem Biphenylmolekül, von der Flüssigkeit ein echt hoch aufgelöstes Spektrum zu sehen. Sie sehen den Bereich, das kommt alles auf 0,3 ppm, wie viele Linien da sind. Wenn wir derselben Probe nehmen und als ein Kristall, dann sieht man hier etwas 30 kHz und hier unten ist, also nach dieser Methode von dem John Waugh, ein Multipulsspektrum zu sehen von diesem. Aber dieses Spektrum wurde nicht 1967 gewonnen, sondern vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, 1995. Und das ist das Multipulsspektrum mit der Rekordzahl an aufgelösten Linien. So. Nun, diese Multipulstechnik, die hier angewendet worden war, das war der Anfang eines neuen Aufschwungs in der Kernresonanzspektroskopie von Festkörpern und war ein Teil von vielen technologischen Neuerungen in dieser Zeit. Na, wo bin ich? So, also die späten 60er und die ersten 70er Jahre waren eine Zeit von einem dramatischen Technologiewandel. Auch wenn damals die Worte Smartphone und Hacken, das gab es damals noch nicht. Ich war im Herbst 67 mit einem Passagierschiff Bremen nach den USA gekommen und zwei Jahre später bei meiner Rückkehr gab es keinen Schiffsverkehr mehr, keinen Personenschiffsverkehr mehr über den Atlantik. Weitere Technologieneuerungen waren, in dieser Zeit wurde die Fourier-Methode entwickelt,
Und die erste große Arbeit darüber, da hat der spätere Nobelpreisträger Richard Ernst mitgemacht. Und in dieser Arbeit wurden die Möglichkeiten und vor allem die Vorzüge der Furche-Spektroskopie gegenüber den kontinuierlichen Methoden herausgestellt. Und im Laufe der Jahre hat die Furche-Methode die kontinuierlichen Methoden völlig verdrängt. Bis in die 70er Jahre hinein waren die Magnete, die man in der Kernresonanz verwendet hatte, das waren Strom- und Wasser, kühlwasserfressende Eisenmagnete, tonnenschwere Eisenmagnete. Und in dieser Zeit wurden sie abgelöst durch supraleitende Magnete. Und die supraleitenden Magnete haben auf Anhieb Felder zwischen 6 und 8 Tesla erzeugt. Die heutigen Spitzenmagnete, wie ich es vorher genannt hatte, mit 28 Tesla, die werden mit gepumptem Helium betrieben. Und wenn die Temperatur in diesen Magneten steigen würde, von eben diesem 1,9 Kelvin auf 4,2 Kelvin, dann wäre also ein katastrophaler Quench dieser Magnete die Folge. Das höchste Magnetfeld, was wir in unserem Labor hatten, waren 11 Tesla. Der entsprechende Magnet war von der Herstellerfirma Brugger für 11,7 Tesla gebaut worden. Aber bei den Versuchen von Brugger, diesen Magnet mit dem entsprechenden Strom zu laden, hat er immer gequetscht. Und wir haben dann diesen Magnet für einen Bruchteil des regulären Preises bekommen. Und der Magnet wurde bei uns ein einziges Mal mit Strom beladen. Und der Drift von diesem Magnet hat auf einer logarithmischen Skala abgenommen und war zuletzt bei etwa 10 hoch minus 9 pro Woche. Also das haben die geschafft. So, ein weiterer Technologiewandel in dieser Zeit war Computer. Bei den ersten Experimenten, die wir am MIT gemacht hatten, da hatte ein beteiligter Student hatte die Werte, die man gemessen hatte, Wert für Wert auf IBM-Karten gestanzt und hat dann am Schluss diesen Stapel Karten zum Zentralrechner vom Institut getragen und dort wurde die Fourier-Transformation ausgeführt. Als ich das MIT 1969 verließ, hatte John Waugh bereits einen Minicomputer, damals sagte man nicht PC, einen Minicomputer gekauft, eine PDB-12. Und als ich also Herbst 69 in Heidelberg ankam, Karl Hauser vom MPI für medizinische Forschung hatte mir eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter angeboten. Da hatte Karl Hauser auch bereits einen Minicomputer gekauft, einen französischen Ordinateur, der den Gegenwert eines Einfamilienhauses gekostet hatte. Er hatte einen Speicher von 16 Kilobyte. Und jedes Bit war realisiert durch ein kleines Frettringchen, durch das vier hauchdünne Fädchen gefädelt waren. Ich habe immer die Leute bewundert, die diese Memory Boards hergestellt hatten. Und das waren vermutlich mäßig bezahlte Frauen. Sie durften kein einziges von diesen zigtausend Rädchen abreißen.
Wir haben diesen Ordinateur vielleicht 10 Jahre benutzt und ich kann ihn nur mit Nostalgie zurückdenken. Übrigens kam er ohne jegliche Software und wir haben ihn rein in Maschinensprache programmiert. Ja, zum Thema Technologiewandel gehört auch MRT. Bei einer kleinen Konferenz in Krakau im Herbst 1971, trug Peter Mansfield über eine, heute heißt er nicht Peter Mansfield, sondern Sir Peter, trug er über eine Methode vor, mit der man mit Kernresonanz und Gradienten Bildgebung gestalten konnte. Die Experimente, die er zeigte und die Bilder, die er zeigte, waren katastrophal. Also das war alles andere als überzeugend. Und ungefähr um dieselbe Zeit hatte bereits Paul Lauterbur in den USA eine andere Methode vorgestellt und publiziert, die ebenfalls also Bilder zu machen erlaubte. Auch diese Bilder waren also alles andere als überzeugend. Die ersten Objekte, die damit abgebildet wurden, waren kleine Zwiebeln. Ja, und der nannte seine Methode Zeugmatographie. Und danach war es lange Zeit höchst zweifelhaft, ob aus diesen Methoden eine lebensfähige Technologie werden würde. Ich erinnere mich an eine Tagung der deutschen Hochfrequenzphysiker in Hirschig im kleinen Walzertal, auf der ein Herr Oppelt von Siemens vorgetragen hatte. Und der Kernsatz seines Vortrags war der: Glauben Sie nicht, dass mit jedem Tomographen, den Siemens verkauft, eine Stelle für einen Physiker mitverkauft wird. Wenn Siemens so ein Gerät verkauft, dann muss es von einer MTA, medizinisch-technischen Assistentin, betrieben werden können. Ja. Und um eine ähnliche Zeit herum erinnere ich mich an eine Tagung in Zürich. Und auf dieser Tagung in Zürich hat der von mir sehr geschätzte Geoffrey Bodenhausen, damals noch ein sehr junger Mann, gemeint, man möge doch bitte auch an die Leute denken, von deren Kopf so schöne Tumore in den Tomographieaufnahmen gezeigt wurden. Und das war die Ausdrucksweise damals. Bodenhausen wurde damals von älteren Herren streng gerüffelt, ob seiner unangemessenen Bemerkung. Ich sah mich damals natürlich jetzt dem Problem gegenüber, ob ich bei dieser Technik MRT mitmischen sollte oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich erkannt hatte, dass diese Technik in die Hände von großen Firmen und insbesondere Ingenieuren übergehen würde, mit denen ich auf Dauer nicht würde konkurrieren können. Aber wie Herr Winacker schon sagte, Doktoranden aus unserem Institut haben bei dieser Technik, bei der Entwicklung dieser Technik in Deutschland kräftig mitgewirkt. Nicht nur bei Siemens, auch bei Philips und vor allem bei Brugger. Aber auch ich habe mich nicht ganz von der MRT verabschiedet. Eine Erinnerung ist ein Doktorand, der am DKFZ gearbeitet hatte, an einem Siemens-Tomograph, und an diesem Tomograph hat er die ominösen Pre-Emphasis-Impulse
systematisiert und automatisiert. Und kurz vor seiner Doktorprüfung hat er in unserem Seminar einen Vortrag gehalten. Und am Ende von diesem Vortrag habe ich ihn gefragt, wie stark interessieren sich die Siemens-Ingenieure für die Resultate ihrer Arbeit? Und seine Antwort war, überhaupt nicht. In der neuen Generation von Tomographen, da gibt es gar keine Pre-Emphasis-Impulse mehr. Einige Jahre später hatte ich einen Doktoranden, dessen Projekt es war, mit dem Programm MAFIA. MA steht für Maxwell, Phi für finite Elemente, die Resonatoren, die für diese Tomographie eingesetzt wurden, zu optimieren. Und die Firma Brugger hat solche Resonatoren gebaut und die wurden eingesetzt zur Untersuchung der Köpfe der Hirne von Affen. Dieses Programm Mafia war ungeheuer teuer damals. Eine Einjahreslizenz hat ungefähr 100.000 Mark gekostet. Ich als Max Planckler habe aber so eine Lizenz bekommen für einen Bruchteil, ehrlich gesagt einen kleinen Bruchteil dieser Summe, obwohl ich bei den Leuten in Darmstadt klar gesagt hat, dass dieses Programm eingesetzt werden solle für ein Problem bei der Firma Brugger. Trotzdem habe ich das so bekommen. Nachdem der Student gelernt hatte, mit diesem Programm umzugehen, hat es nicht nur schöne, sondern auch nützliche Bilder erzeugt von der Stärke des Hochfrequenzfeldes in diesen Birdcage-Resonatoren. Und seine Arbeit war letztendlich erfolgreich, denn am Ende seiner Doktorandenzeit hat ihm Brugger eine Stelle angeboten und er ist heute noch bei Brugger und leitet dort eine eigene Gruppe. Jetzt muss ich noch Folgendes sagen. Unvergesslich ist mir ein kleines, offensichtlich schwerkrankes Kind, das von dem am DKFZ eine MRT-Aufnahme gemacht werden sollte. Ich war ganz zufällig dabei und der ganze Körper, das Gesicht und die Augen des Kindes haben nur eines ausgedrückt: hilflose Angst. Mitte der 70er Jahre habe ich den Kernresonanzversuch im Praktikum für Fortgeschrittene eingeführt und habe ihn selbstverständlich auch einige Semester lang betreut. Diesen Versuch gibt es immer noch und Herr Schicker sagt, also er ist inzwischen viermal oder noch mehr modernisiert worden und Herr Schicker sagt, dass er bei den Studenten sehr beliebt sei. In dieser Zeit war ich dann auch eine Zeit lang Leiter des Praktikums. Und als Leiter des Praktikums, da habe ich auch eine Anzahl von Erinnerungen. Und eine von denen ist folgende. Als Leiter des Praktikums muss man die Ausarbeitungen, die die Studenten von ihren Versuchen machen, testieren. Nun, eines Tages glaubte ich, Gründe zu haben, ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr welche, um einer Studentin das Testat zu verweigern. Die Reaktion der Studentin war ein Wutanfall. Sie hat ihre Ausarbeitung zusammengekriegt,
verknüllt und in eine Ecke geworfen. Und nachher sagte mir Herr Ludwig, der Praktikumsassistent, das ist nicht irgendeine Studentin, das ist die Schönheitskönigin von Ludwigshafen. Und die hat beim letzten Fasching vor dem Kohl getanzt. Das ist Erinnerung an das Praktikum. Da gibt es noch einige andere Erinnerungen, aber die überspringe ich jetzt, glaube ich. Ja, neben der Betreuung des Praktikums habe ich auch einige Spezialvorlesungen gehalten, so über Supraleitung, und wir hatten ja die ganze Zeit mit supraleitenden Magneten gearbeitet und auch über Raumgruppen. Und die Raumgruppen, die waren sehr wichtig für unsere praktische Arbeit. Aber mit diesen Spezialvorlesungen habe ich außer den Leuten von meiner eigenen Gruppe ganz wenige andere Studierende erreicht. Und ein bisschen einbringen in die Ausbildung der Studenten konnte ich mich durch meine Beteiligung am Gruppenunterricht in den Vorlesungen Physik 1 bis 4. Die Sammlung an Aufgaben habe ich bereichert durch eine Aufgabe zum Füllen eines supraleitenden Magneten. Dieser Magnet sollte, wie in der Kernresonanz üblich, im permanenten Modus betrieben werden. Das heißt, er sollte von der Stromquelle völlig getrennt werden. Wie man das macht, das haben die Ingenieure dieser Herstellerfirmen herausgefunden und sich sicher patentieren lassen. Ich selbst habe diesen Vorgang mehrfach durchgeführt. Und wir haben jedes Mal die Knie geschlottert, aus Sorge, dass plötzlich der Strom einen Sprung macht, mit der Konsequenz, dass der Magnet quetscht und das Feld zusammenbricht. Und ich glaube, die Leute von CERN, die können mir nachempfinden. Eine andere Aufgabe, jetzt muss ich das wieder einschalten. Na, geht es nicht weiter? Ja, die mit dem rollenden Reifen habe ich meinen Stempel aufgedrückt, aber ich fürchte, niemand hat es gemerkt. Im ersten Semester lernt jeder Student und jede Studentin, dass dann, wenn man in einem rotierenden Koordinatensystem einen dynamischen Vorgang beschreibt, dass man dann die Scheinkräfte, Corioliskraft und Fliehkraft einführen muss. Aber in keinem mir bekannten Lehrbuch steht drin, dass man, wenn bei diesem zu analysierenden Vorgang ein spinnendes Objekt drin ist, dass man auch Scheinmomente einführen muss. Und das ist eben bei dieser Aufgabe der Fall. Und ich habe dann diese Aufgabe doppelt bearbeitet, einmal in einem Inertialsystem und einmal in einem rotierenden System, und habe das fiktiv vortragen lassen von zwei Studentinnen mit Namen Ines und Rosi. Und Ines hat selbstverständlich das Inertialsystem benutzt und Rosi ein rotierendes System. Und ich habe es so geschrieben, dass die beiden fiktiven Studentinnen sich gegenseitig vorwerfen, umständlich zu sein und über die anderen zu spotten. Damals waren in meiner Gruppe zwei Studentinnen, die tatsächlich die Rolle von Ines und Rosi übernommen haben und das jeweils vorgetragen haben. Aber das mit dem Spott haben sie nicht richtig rübergebracht. Es waren halt bessere Physikerinnen als Schauspielerinnen, und das ist auch gut so.
Moment. Das wurde ich. Nun etwas zu unseren zu unserer Forschungsarbeit. Nach meiner Rückkehr vom MIT habe ich am MPI die Multipulstechnik etabliert. Und dazu erhielt ich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen dicken Batzen Geld und von Lowkin, der Firma Brugger, einen Beratervertrag. Aber ich merkte sehr schnell, dass die Firma Brugger an einer Beratung meinerseits so gut wie nicht interessiert war. Und der Zweck dieses Beratervertrages war, sicherzustellen, dass der Batzen Geld von der DFG schließlich in den Kassen von Brugger landet. Daraufhin ist der Vertrag auch ganz schnell wieder beendet worden. Nach einiger Zeit waren wir in Heidelberg die einzigen, die diese Multipulstechnik betrieben. Zu dem, wofür sie erfunden war, nämlich zum Messen von Tensoren zur chemischen Verschiebung. John Waugh hatte dieses Feld aufgegeben, nachdem er bemerkt hatte, dass andere das besser können, auch wir in Heidelberg. Und der potenteste Amerikaner in dem Feld, Robert Vaughn hieß der, der hatte das Pech, in dem Flugzeug zu sitzen, das über Chicago seine Tür verlor und abstürzte. Und später hatte ich zweimal die Freude, folgenden Satz zu hören. You are the only one who does it right. Einmal hörte ich diesen Satz von dem schon erwähnten Nobelpreisträger Richard Ernst. Jetzt kommt Herbert Zimmermann. Herbert Zimmermann, und das war die Stärke von uns, war ein Künstler im Züchten von Kristallen. Wenn wir eine bestimmte Substanz ausgesucht hatten, von der wir glaubten, dass sie geeignet sei für die Multipulstechnik, dann konnte er davon geeignet große Kristalle züchten. Und er war nicht nur ein Künstler im Züchten von Kristallen, sondern auch um Isotope zu ersetzen in verschiedenen Kristallen. Er konnte also Deuteronen quasi an jeder beliebigen Wasserstoffposition im Molekül einbauen. Und nicht nur Deuteronen, sondern auch C13 oder O17 oder N15. Und das war für unsere Arbeit ganz wesentlich. So, und es war wesentlich für einen anderen Schwerpunkt unserer Arbeit, nämlich dem Studium molekularer Bewegungen in Festkörpern, für uns hieß das immer in Kristallen. Wir untersuchten unter anderem dynamische Vorgänge in inkommensurablen Systemen, die Bewegungen von gefangenen Molekülen in Einschlussverbindungen und das Tunneln von Methyl- oder Ammonium-Ionen. Diese Dinger tunneln bei Temperaturen unter 20 Kelvin in der Regel. Und dadurch, dass wir unsere Messungen immer an Einkristallen durchgeführt haben, konnten wir frischen Wind hineinbringen in das Gebiet des Rotationstunnels, in dem auch Neutronenphysiker mitgemischt haben. Einen besonderen Spaß hatten wir, jetzt muss ich sehen, ob das wieder geht,
geht nicht mehr an. Was haben Sie gemacht? Gut, danke. Also einen besonderen Spaß hatten wir an diesem Boulevalin. Ja. Dieses Molekül C10H10 bzw. C10D10 hat eine dreizählige Achse. Und deswegen war uns von vornherein klar, im Kristall wird dieses Molekül Sprünge machen um diese dreizählige Achse. Und die Frage ist nur, wie häufig, bei welcher Temperatur. Aber das ist nicht alles. Bei Boulevalin, da gibt es ein kleines Teufelchen, ein Vetter vom Loschmidt oder Maxwell-Dämon. Und dieses Teufelchen, das schraubt von Zeit zu Zeit hier halt so einen Balken ab und schraubt ihn hier wieder an. Und gleichzeitig versetzt es die Doppelbindungen hier, hier und hier nach hier und hier. Und das Resultat ist wieder ein Boulevalin-Molekül. Hier dieses Dreieck. Und von jedem, von jeder Ecke des Dreiecks ein Flügel zur Spitze. Aber gegenüber dem Ausgang des Moleküls sind jetzt die CD-Gruppen vertauscht. Also das ehemalige 4-Molekül ist jetzt hierher gewandert und so weiter. Aber ja, wenn wir so weit sind, dann hat das Teufelchen seine Arbeit noch nicht ganz getan. Dann stellt es fest, das Molekül ist falsch orientiert. Und das Kristall ist wohl orientiert. Also muss das Teufelchen das Molekül auch noch drehen, damit es wieder die richtige Orientierung, kriegt. Und diese Dynamik, die haben wir untersucht. Das heißt, es war im Wesentlichen der Diplomant damals, und der hat die untersucht mit 2D-Austauschspektroskopie und dazu hat er, das ist zu weit, hat der Herbert Zimmermann von diesem Boulevalin, er hat es deuteriert und Kristalle gezüchtet. Wir hatten die einzigen Kristalle, die es damals im ganzen Universum gab, von deuteriertem Boulevalin. Und Sie sehen hier nicht nur das Spektrum, sondern Sie sehen auch die Zuordnung der Linien. Und bis man so weit ist, dass man die Linien zuordnen kann, das war die Arbeit einer ganzen Diplomarbeit. Also da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und mit dieser Orientierung des Kristalls, Magnetfeld B in der monoklinen Ebene des Kristalls, da hat dann der Andreas Müller sollte das nächste kommen. Ah ja, hoffentlich nicht zu viel, nicht noch einmal. Solche 2D-Austauschspektren registriert, und Sie sehen hier 300 Millisekunden diese Mischzeit, und Sie können hier sehen, dass während dieser Mischzeit von Position 4, die das gewandert ist innerhalb der Mischzeit, nach 1C und 1B, da 1B und 1A,
Da ist es hingewandert, das kann man auch auf dieser Seite sehen, aber nicht zum Beispiel nach 3C oder 2C. Solche Spektren werden analysiert natürlich mit Simulationen und auf diese Weise konnte der Andreas Müller die Dynamik dieses Vorgangs völlig klären. Wenn ich nochmals zurückgehen würde zu dem vorigen Bild, dann könnte ich erklären, dass dieses Teufelchen 9 Möglichkeiten hat für sein Tun. Es kann an 3 Stellen den Balken abschrauben und kann ihn an 3 verschiedenen Stellen wieder anschrauben, also insbesondere 9 Möglichkeiten. Und mit diesen mit dieser Technik hat der Andreas Müller feststellen können, von diesen 9 Möglichkeiten benutzt das Teufelchen nur 4. Aber diese 4 reichen aus, dass im Laufe der Zeit jede CD-Gruppe vom Ausgangsmolekül unabhängig von allen anderen an jeder anderen Stelle des Moleküls auftauchen kann. Das heißt, im Laufe der Zeit wandelt sich das Molekül in alle seine 10 Fakultät-Isomere um. So, es muss wohl gegen 1990 gewesen sein, dass mich Herr zu Putlitz anrief und fragte, ob ich an dem G-2-Millionen-Experiment in Brookhaven mitarbeiten wolle. Es ging darum, bei diesem Experiment das Magnetfeld zu messen, in dem diese Millionen sich bewegen. Es ging um einen Magnet, Ringmagnet, 40 Meter Umfang, und also da das Magnetfeld dort sollte gemessen werden. Die Kollaboration hatte sich bereits festgelegt, das macht man mit Kernresonanz. Und also Herr Butlitz hat gemeint, wir könnten dabei helfen, diese Messungen durchzuführen. Es waren mehrere Etappen. In der ersten Etappe sollte ein sogenannter Shim-Trolley gebaut werden, der zum Homogenisieren des Magneten verwendet werden sollte. Und später sollte ein anderes System gebaut werden, das in der Vakuumkammer, in der die Myonen dann schließlich kreisen, das Magnetfeld messen sollten. Ich nannte das Katze, weil dieses Ding ja in der Vakuumkammer rumlaufen sollte. Ich sagte schließlich ja zu und stellte aber gleich eine Bedingung, nämlich die Bedingung, wenn ich da mitmache, dann ernsthaft, und dieses ernsthaft bedeutet, dass wir eine Person brauchen, die sich ganz diesem Projekt widmen kann. Und ich schlug dann auch vor, dass diese Person, dass das der Ralf Briegel sein sollte, der eben bei mir seine Diplomarbeit abgeschlossen hatte. Und Herr zu Putlitz sah auch, dass man da jemanden braucht, der sich dem ganz widmen kann. Und also so kam das dann zustande. Und nach einiger Zeit erhielt ich von Herrn zu Putlitz wieder einen Anruf und der sagte, wir sollten nächsten Sonntag nach Bad Godesberg fahren, um den Werner Jus, einen der Initiatoren des Experiments, zu treffen, morgens um 9. Und Herr zu Putlitz legte dementsprechend fest, dass wir morgens um 7 am MPI, am Hof vom MPI, losfahren sollten. Nun, der Ralf Briegel war 2 Minuten vor 7 an diesem MPI. Herr Jungmann, der damalige Adjutant von Herr zu Putlitz, der war
anderthalb Minuten vor sieben an dem vereinbarten Startplatz. Ich eine Minute vor sieben und Herzog Putlitz 25 Sekunden vor sieben. Alle knapp in der Zeit, aber trotzdem alle in genau der richtigen hierarchischen Reihenfolge. Und während der Fahrt nach Bad Godesberg war alles recht und gut, bis auf eine Szene, da überholte uns nämlich ein Opel. Ich hatte den Tacho von dem Auto im Blick, von dem Mercedes von Herrn zu Putlitz im Blick, und der stand auf 200. Und unser Fahrer zu Putlitz, dem gefiel das gar nicht, dass er von einem Opel überholt wurde. Und als wir in Bad Godesberg ankamen, da ging das mit der Pünktlichkeit zur Putlitzschen in Pünktlichkeit fort. Wir saßen nämlich genau zwei Minuten vor 9 Uhr diesem Werner Jus in Bad Godesberg gegenüber. Und dort erläuterten Ralf Priegel und ich dem Werner Jus, dem großen älteren Mann, unser Konzept. Herr Jungmann saß schweigend dabei, auch Herzog Putlitz sagte nicht viel, aber er versorgte vor allem den Ralf Priegel tüchtig mit Keksen. Es war eine Prüfungssituation, das haben wir gar nicht anfangs realisiert, aber es war eine, und allem Anschein nach haben wir die Prüfung bestanden, denn anschließend bezahlte Herzog Putlitz das Mittagessen von Ralf Priegel. Und ich erhielt kurze Zeit später eine Einladung zu einem Meeting-Treffen in Brookhaven. Und von diesem Meeting-Treffen, da kam ich zurück und erzählte meinen Leuten, dass wir uns beeilen sollten. Denn die wesentlichen Leute von diesem Experiment, dieser Werner Jus, dann der Engländer Farley und der Holländer Krienen, die sind alle schon alte Leute, und die wollten doch sicherlich noch was von den Resultaten von diesem Experiment sehen. Außerdem hatte ich bei diesem Besuch gemerkt, dass wir nicht die Einzigen waren, die an diesem Kernresonanzsystem für dieses Experiment arbeiteten, sondern dass insbesondere in Yale auch jemand war, der daran arbeitete, auch ein schon ziemlich alter Mann, der hatte schon eine Art Spielzeugeisenbahn aufgebaut, die im Kreis rumfuhr und die also so ein Kernresonanzspektrometer da tragen sollte. Also sagte ich unseren Leuten, wir müssen sicherstellen, dass unser System, das dann schließlich zum Einsatz kommt. Und das hatten wir auch also sehr schnell erreicht, die anderen gaben da schnell auf. Ja, also das Experiment kam dann, zuerst muss ich noch was zu der Katze sagen. Also das mit dem Schimmeltrolle war gar kein Problem, das lief. Und dann haben wir uns an die Katze gemacht. Und da war also eines der Probleme, wie bewegt man dieses Kernresonanzspektrometer in dieser Vakuumkammer, außen polierte Wände und sozusagen keine Möglichkeit zu kühlen. Wir haben es dann geschafft, dieses ganze System, also ein komplettes Kernresonanzspektrometer mit einem, wie viel waren es, 16 oder 17 Proben zu bauen, und das hat nur weniger als 1 Watt elektrische Leistung verbraucht, sodass also die Erwärmung von dieser Katze also erträglich blieb. Und das nächste Problem war, wie bewegen wir die Katze durch diesen Tunnel? Elektromotoren kamen dazu nicht in Frage. Also jegliches magnetisches Bauteil war verboten. Und wir haben dann versucht, mit Piezo-Motoren zu machen. Aber auch diese Lösung wurde wieder verworfen.
Und schließlich sagten wir uns, wenn die Leute in San Francisco es schaffen, ihren Kabelcar mit dem Kabel über ihre Berge zu ziehen, dann schaffen wir es auch, unsere Katze mit einem Kabel durch diesen Tunnel zu ziehen. Die Leute haben dann gedacht, oh, die Elastizität der Kabel, die erlaubt uns nie, die Position von dem, von der Katze mit erforderlicher Genauigkeit, 2 Millimeter waren angegeben, zu finden. Und Ralf Briegel hat dann im Physikalischen Institut Kabel aufgehängt und mit Gewichten beschwert und also monatelang gemessen den Abstand der Gewichte vom Kellerboden. Und siehe da, der Abstand dieser Gewichte vom Kellerboden hat sich nicht verändert und damit hat er die Kollaboration überzeugt, das geht mit diesen Kabeln. Aber andere, nämlich die Vakuumleute, hatten auch was gegen diese Kabel, die meinten, die gasen ewig aus. Aber auch das hat Ralf Briegel denn also überzeugt, das ist nicht der Fall und das geht. Also schließlich wurde die Katze mit dem Kabel durch den Tunnel gezogen. Die Messungen begannen 1997 und liefen bis 2001, zunächst an positiven Myonen, dann an negativen Myonen und dann wurden sie ausgewertet. Ich sollte noch vorausschicken, ursprünglich hat die Kollaboration behauptet, das wird ein Experiment, mit dem die Genauigkeit von diesem G-2 für die Millionen auf 0,35 ppm genau gemessen wird. Nämlich 20 Mal besser als die Leute von Zang, die das mit einer Genauigkeit von 7 ppm gemessen hatten. Also diese 0,35 ppm, die standen in mindestens einem Dutzend Publikationen drin. Und die Argumentation war, wenn wir dieses G-2 mit dieser Genauigkeit messen, dann bedeutet das einen signifikanten Test der Renormierbarkeit der schwachen Wechselwirkung, nämlich in der Theorie von diesem G-2. Da waren Feynman-Diagramme der schwachen Wechselwirkung, gaben Beiträge dazu in der Größe von 1,5 ppm. Und wenn wir das also 0,35 ppm genau gemessen hätten, dann wäre das ein signifikanter Test gewesen. Also 1997 bis 2001 wurde gemessen und letztendlich wurde 2006 wurde das publiziert in FISREF D und was erreicht wurde, waren 0,454 ppm Genauigkeit. Nach einer Mittelung, einer quadratischen Mittelung über die Ergebnisse für μ plus und μ minus, also die einzelnen, die waren um 0,7 ppm herum. Und in diesem Final Report 2006, da war keine Erwähnung mehr von diesen 0,35 ppm, die man ursprünglich erreichen wollte. Der Theoriewert war auch nicht mehr der, wie zu Beginn von diesem Experiment. Inzwischen gab es 2 Theoriewerte. Einer wich vom experimentellen Wert um 2,2 und der andere um 2,7 ppm ab. Und die beiden sind so gleich zuverlässig und die Theoretiker können nicht sagen, welcher von beiden besser ist. Ich meinte, eine Abweichung von 2,2 bzw. 2,7 ppm gegenüber dem experimentellen Wert, das ist eine fantastische Übereinstimmung, aber das sehen nicht alle so. Und das Experiment soll tatsächlich weitergeführt werden, aber nicht in Brookhaven, sondern am Fermilab. Und schon 2013 wurde der Magnet von Brookhaven nach
ins Fermilab transportiert mit Schiff und Schwerlaster, also mit dem Schiff runter den Atlantik in den Golf von Mexiko, den Mississippi rauf und dann den Illinois hoch, soweit es ging, und den Rest der Strecke wieder mit einem Schwerlaster. Also das ist der Stand von diesem Experiment. Und jetzt will ich dann zum Ende kommen. Die Multipulstechnik ist mit mir sozusagen als Wissenschaftszweig verschwunden. Niemand mehr macht Multipuls. Und nicht nur diese Multipulstechnik ist abgestorben, sondern auch die ganze Kernresonanz als Arbeitsgebiet für Physiker gibt es nicht mehr. Aber die Kernresonanz lebt weiter unter den Ingenieuren mit MRT und sie lebt auch weiter als nützliches Gebiet für die Chemiker und vor allem Biologen neuerdings. Und solche Lebenszyklen, was auch ein Ende hat, das gibt es nicht nur für Arbeitsgebiete und für Menschen, das gilt auch für Kulturen, das gilt für die ganze Menschheit, das gilt für Sterne, das gilt für Galaxien und letztendlich gilt es für den ganzen Kosmos. Auch der Kosmos altert, die Galaxien rücken immer weiter auseinander, Schaffung neuen Raumes zwischen den Galaxien und immer mehr Galaxien überschreiten unseren Ereignishorizont und werden nicht mehr erreichbar von unseren und Merkels SMS. Es wird einsam um uns herum und es wird einsam um mich herum. Viele von den ehemaligen Mitarbeitern, Kollegen, Fußballspielern, mit denen ich Fußball gespielt habe, sie waren auch dabei, leben nicht mehr. Viele von denen waren wesentlich jünger als ich und ich will damit enden, dass ich mich ihrer erinnere, ohne Namen zu nennen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Ebner. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel sozusagen große Technik und Physikgeschichte in so Erinnerungen zum Ausdruck kommt. Wir meinen ja immer, der Fortschritt in unserer Zeit sei besonders rasant und dann erzählen Sie so von Ende der 60er Jahre, da kam der Computer auf und da kamen die superleitenden Spulen auf. Die Mondlandung haben Sie gar nicht erst erwähnt, als Kulmination dieser Entwicklung. Also es ist doch erstaunlich und ich fand auch den Punkt natürlich interessant, wie so eine Technik dann doch irgendwie aus der Physik verschwindet, obwohl doch es sicher Stellen gibt, wo man nach wie vor mit großer Genauigkeit Magnetfelder messen will. Jedenfalls war das eine hohe Anerkennung, dass Sie die Prüfung bei dem Vernon Hughes bestanden haben, weil das war nämlich ein ganz kritischer Kopf, der sozusagen kein Mangel an Verständnis durchgehen ließ. Also interessant, dass die Methode bei diesem bekannten und berühmten Experiment auch zur Geltung kam. Eine Frage vielleicht will ich noch jetzt anschließen zu das Wort Spinnecho kam eigentlich relativ selten vor bei Ihnen und ich erinnere mich meine Zeit in Berkeley, da wurde immer mit Bewunderung auf den Spinnecho-Hahn gezeigt, der da mit im Faculty Club saß. Das muss doch irgendwie eine zentrale Rolle in der ganzen Entwicklung gespielt haben. Mhm. Wir waren in der glücklichen Lage, keine Spinnechos zu brauchen. Keine Spinnechos zu brauchen. Spinnechos wurde von vielen Leuten angewandt, deren Spektrometer eben die Eigenschaft nicht hatten, die unsere hatten, nämlich, dass man schnell bedeutet, 3-4 Mikrosekunden nach dem Impuls wieder ein Signal sehen konnte. Und unter Benutzung von Spinnechos wurde diese Forderung sozusagen stark abgeschwächt.
Aber wir brauchten das nicht wegen der Eigenschaft unserer Spektrometer. Und das hat uns viel geholfen. Das hat uns viel geholfen. Also die meisten haben diese Deuterium-Spektren mit Hilfe von Spin-Echos erzeugt. Aber wir konnten diese direkt mit der Fourier-Methode registrieren. Und Sie haben gesehen, das ist ein schönes Spektrum gewesen. Also Spin-Echos sind ein Hilfsmittel, aber wir waren nicht darauf angewiesen. Übrigens, dieser Erwin Hahn war mehrfach bei uns, auch mehrfach bei längeren Aufenthalten bei uns, als Humboldt-Stipendiat. Eine Erinnerung an ihn ist das, dass ich ihn gefragt habe, was ist die Übersetzung des deutschen Mann? Man sagt, Heidelberg sei eine schöne Stadt. Und dann fing er an, wann ses? Und dann hat er sich aber korrigiert und gesagt, Piebel sei. Piebel sei. Piebel sei. Das ist Mann. Von diesen physikalischen Experimenten, Sie haben eins damit Wörn-Luse erinnert, da sind übrigens doch auch auf die Kernspinresonanz in der Medizin Impulse ausgegangen. Mehrere von den Leuten, die da damals bei Putlitz und Wörn-Luse und so weiter diese Großmagnete gebaut haben, sind auch bei Siemens in der Kernspinresonanz Entwicklung gelandet. Also der Magnetbau ist da sozusagen auch ausgewandert in diese technische Entwicklung, Vetter und andere. Ja. Okay, gibt es noch andere Bemerkungen, die jemand machen möchte? Ja. Also das hat am Schluss bei Ihnen so geklungen, als sei die Kernresonanz inzwischen deren Bedeutung stark weggedriftet, aber wenn ich mich an die vielen Doktorarbeiten, wo man hier im Institut Beisitzer ist, erinnere aus der medizinischen Physik, dann wimmelt es nur so von Kernresonanzphysikern. Und auch, ich war gerade auf einer Konferenz über Fundamental Physics, was die Leute dort an Spinresonanz, an Helium-3 und Gott weiß was an Präzision entwickelt haben. Das ist inzwischen unglaublich, und wonach die suchen, nach elektrischen Dipolmomenten, nach Verletzung der Lorentz-Invarianz und Isotropie des Raumes und Gott weiß was, das sind Riesengruppen, die alle diese Techniken zu höchster Präzision weiterentwickelt haben. Ja, also das ist nach meinem einer Erfahrung ist die Spinresonanz nach wie vor ein sehr lebendiges Gebiet. Also dieses G-2-Millionen-Experiment wurde auch benutzt für so grundlegende Frage. CPT-Symmetrie. Und also aus der Tatsache, dass das μ-Plus und das μ-Minus das gleiche G-2 haben innerhalb von Fehlergrenzen, sehen wir da keine Verletzung der CPT-Symmetrie. Und also zu meiner Behauptung, dass die als Arbeitsgebiet weitgehend abgestorben sind, habe ich diese beiden Bücher mitgebracht. Das sind Serien gewesen, die ihre Blüte gehabt haben in den 1980er Jahren, und die beide, das eine hieß NMR, glaube ich, Basic Principles and Progress, und die haben ihre Erscheinung eingestellt vor dem Jahr 2000. Und dasselbe Advances in Magnetic Resonance, das wurde
ging von John Waugh über auf einen anderen und er hatte seine erweitert in Magnetic and Optical Resonance, aber auch diese Serie hat ihr Erscheinen eingestellt vor der Jahrhundertwende. Ja, also das ist mein Hintergrund zu sagen, als physikalische Forschung hat es aufgehört zu existieren. Hätten Sie eigentlich vorausgesehen, dass aus dieser subtilen Kernresonanztechnik, dass da ein bildgebendes System daraus entstehen könnte? Das ist ja nochmal ein Riesenschritt gewesen, da was der Oppelt Ihnen da sagte, das ist noch ein weiter Weg von einem physikalischen Labor bis in die Klinik. Ich erinnere mich, dass ich habe an anderen Röntgenthemen damals gearbeitet, hat mir gesagt, solange Sie da noch Laserintensitäten und Scangeschwindigkeiten einstellen müssen bei Ihrem System, ist das für uns alles unbrauchbar. Zum Schluss muss an dem Röntgengerät ein Knopf sein, da steht drauf Bauchspeicheldrüse und da drückt die Assistentin drauf oder da steht drauf Lunge und so weiter. Also es ist ein Riesenweg zu dem klinischen Nutzbarkeit, in dem Fall für Bildgebensysteme. Wann kam das auf? Wie hat man das aus Ihrer Sicht und Ihrer Anwendungsperspektive wahrgenommen? Es war ein donnervoller Weg, aber ich habe äußerst großen Respekt vor den Ingenieuren. Bei den Ingenieuren, da gibt es keinen sozusagen großen Durchbruch. Aber viele kleine Schritte und mit diesen vielen kleinen Schritten ist es doch dahin gekommen, wie Sie es beschrieben haben. Das ist mein großer Respekt vor den Ingenieuren. Ja, ich habe noch eine Geständnisfrage. Ich glaube, man versteht es auch so. Das sind das Molekülzeiten im Festkörper, sparen Sie vom Teufelchen. Was ist denn der physikalische Mechanismus dieses Rearrangierung, Reorientierung? Wenn ich überfrage, wir können nur feststellen, dass das passiert. Und zwar auf einer sehr, sehr kurzen Zeitskala. Ja gut, ist das ein Tunneleffekt oder ein Tunnel, dass diese Gruppen tunneln oder was muss man sich da vorstellen oder was möchte man sich vorstellen? Also da, bei diesem Bulvalen sehe ich keinen Tunnel, sondern das ist einfach ein Drehen des Moleküls. Der Kristall erzwingt ein fehlgeordnetes Molekül wieder in die richtige Orientierung zu kommen. Aber das ist keine Erklärung, das weiß ich. Aber es gibt auch Tunnelrotationen von solchen Molekülgruppen. Da sieht man sogar die Tunnelaufspaltung in der Nicht bei diesem Molekül. Das ist sehr grob. Ja, das habe ich ja erwähnt. Also, da ist doch der Gutsche, der hat also sehr viel den Tunnel von CH3-Gruppen. Ja, aber da muss man auch die Proben sorgfältig wählen. Das tun nicht alle. Ein Zitat, ungefähr in der Richtung. Jeder Schulbub in Göttingen versteht mehr von vierdimensionaler Geometrie als Einstein. Und dennoch, Einstein hat die ganze Arbeit geleistet. Sie wissen, dass eine gewisse Rivalität zwischen Hilbert und Einstein war und auch Priorität und in gewisser Weise hat Hilbert diese Feldgleichungen einige Tage früher als Einstein nicht publiziert, sondern vorgetragen. Aber der Hilbert hat das überwunden und hat also gesagt, Einstein hat die ganze Arbeit geleistet.
Haben Sie dieses Zitat noch nie gesehen? Also wie das Zitat wörtlich von Hilbert gesagt worden ist, das kann ich nicht sagen. Ja, bitte schön, Herr Amseller. Kurze Kommentar dazu. Kurzer Kommentar dazu. Also ich weiß auch nicht genau, wie das Zitat ist, aber ich habe davon auch gehört. Und, aber das war sicher richtig von Hilbert. Und Hilbert war natürlich sehr wichtig für die Allgemeinheitstheorie, denn er hatte Einstein darauf aufmerksam gemacht, dass seine erste Formulierung falsch war, und zwar mathematisch falsch war. Und das ist allgemein bekannt, dass eben Einstein ein genialer Physiker war, dass er aber die Mathematik nicht mochte. Und es gibt dazu ein schönes Zitat von Einstein, und ich weiß nicht, wie allgemein das ist. Er wurde in Princeton lebte, bekam er einen Brief von einer Schülerin, die in New York, glaube ich, oder New Jersey oder sowas, in der Ostküste in der Schule war, und die ihm schrieb, dass sie Einstein bewundere, aufgrund seiner Physik, dass sie aber leider in der Schule große Probleme mit der Mathematik hätte. Einstein antwortete dieser Schülerin und schrieb ihr: Machen sich keine Sorgen über diese Probleme mit der Mathematik, die Sie haben. Ich habe noch viel größere. Ja, also das nehme ich mal zum Anlass. Ich denke, um hier unsere Sitzung zu beenden. In der Tat, wenn man jetzt diesen Hinweis noch aufgreift, vieles von der ganzen Raffinesse dieser Technik kam. Könnte man nur ahnen, wenn Sie darüber gesprochen haben, wie die Tensorkomponenten da verschwinden und so weiter. Am deutlichsten ist einem die Raffinesse noch zu Bewusstsein gekommen bei der Aufgabe mit dem Fahrradreifen. Also da wird jeder von uns gesagt haben, Mensch, das ist aber was Kompliziertes, was der Häberlen da gemacht hat. Also vielen Dank für den schönen und wieder mal sehr anregenden Vortrag.